Ja, da das Webinar läuft, freue ich mich, dass ich, wenn ich mit etwas Verspätung hier euch alle begrüßen kann zum Webinar zum Thema Betrugsprävention, das ein Conversion Killer ist. Also Betrugsprävention oder Betrug haben wir ja schon einiges festgestellt. Wir haben auch einige Cyberangriffe gehabt im Onlinehandel in diesem Jahr. Der eine oder andere hat es ja mitbekommen, dass es bei Pearl Living einen schweren Angriff gab. Ich glaube, es gab auch einen beim Waschbär. Trias in Freiburg, darüber, über diese technischen Angriffe, die dann Onlinehandel lahmlegen können, wollen wir heute nicht sprechen, sondern eigentlich über die Vielzahl anderer Betrugsmöglichkeiten, die es geben kann und die ja an ganz verschiedenen Stellen anfangen können. Und ich freue mich, dass die Firma Neuland, die ja unterschiedlichste Projekte betreut, sich damit mal beschäftigt hat, wo man eigentlich überall entlang der Customer Journey und der Begegnungen, die der Kunde mit dem Händler hat, einschränken kann. Das geht also nicht nur darum, dass man vielleicht den Fraud, also die ausfallenden Zahlungen schützen muss, sondern dass vielleicht auch andere Angriffspunkte entstehen könnten. Wie wichtig das ist in der Pandemie tatsächlich ein bisschen kräftiger, bekannter noch geworden. Wir hatten ja im letzten Jahr auch mal das ZDF bei uns zu Gast, weil die festgestellt haben, dass die Zahl mit Anzeigen bei der Polizei und der tatsächlich bei polizeilich untersuchten und erhobenen Betrügereien gegen Online-Händler, aber auch gegen Kunden von Online-Händlern, deren Adressen dann erschlichen worden sind, offensichtlich sehr hoch angestiegen sei. Wir konnten das zwar ein bisschen wegmoderieren damals und sagen, das ist gemessen an allem, was im Online-Händler an Bestellungen eingeht, immer noch sehr gering, aber tatsächlich ist es so, dass für viele Leute, die mit betrügerischer Absicht nach in Leuten Online-Handel reingehen, Deutschland noch immer ein sehr angenehmes Land zu sein scheint. Aber das muss nicht sein und es ist eben auch von der Politik uns aufgegeben allen, dass wir schauen, was können wir alles entlang der Customer Journey tun, um genau sowas zu vermeiden, bevor die Politik eben einschreiten muss. Und ich freue mich, dass jetzt und nach damit endet auch meine Vorrede, die Firma Neuland eben hier uns mal das alles zeigen wird. Und damit verlasse ich auch die Bühne und übergebe einfach an Malte, an Jörg und an Joscha. Ja, herzlichen Dank und ja, willkommen bei Neuland in Bremen. Ich bin tatsächlich in unserem Loft. Das waren wir sehr lange nicht. Das sind halt auch immer noch nur sehr wenige Leute, die zurzeit hier sind. Mein Name ist Jörg Biesewig. Bei Neuland beschäftige ich mich mit dem Business Development und möchte Ihnen jetzt kurz darstellen, was wir heute berühren. Es gibt einen ganz kurzen Teil zu Neuland, weil wir relativ viel eingepackt haben zum Hauptthema der Betrugsprävention. Dabei gehen wir durch die Betrugstypen und Betrugsmuster, die auftauchen und die zurzeit aktuell sind, und gehen durch unsere praktischen Lösungswege, die wir erfahren haben, wie sich Online-Betrug eindämmen lässt und dabei, und das ist ja auch der Titel, die Conversion oben halten lässt. Weil wenn wir einfach blocken oder wenn wir einen Capture vorschalten, dann sehen wir halt einen Drop in der Conversion, weil die Leute halt einfach dann die Komfortabilität nicht mehr haben beim Einkauf. Im Fazit stellen wir dann dar, wie diese Dinge, die wir vorgestellt haben, in die Organisation eingeflochten werden müssen, weil dort das Konsequenzen hat, wenn man das einbaut. Wir haben dann zwar viele positive Effekte, die wir erzielen können, aber wir müssen uns ein bisschen anpassen. Genau. Neuland ist ein E-Commerce-Pionier. Wir sind seit 2006 aktiv, haben eine große Vielzahl an Projekten realisiert, die täglich von Millionen Nutzern in hoher Frequenz genutzt werden. Das heißt, unsere Plattformen treiben den E-Commerce bei vielen der Top 30 B2C und einigen B2B-Shops. Unsere Kollegen, die hier arbeiten, sind zu 95% mit einem Ingenieurshintergrund ausgestattet, das heißt, haben Informatik studiert, sind Mathematiker oder Physiker. Das Thema Security, was wir heute nicht behandeln, was die Vorbedingung ist, so wie bei Datenschutz, ohne Datensicherheit kommen Sie da nicht rein. Hier, die Security brauchen wir. Das ist eine Vorbedingung. Security brauchen wir in der Infrastruktur, die Security brauchen wir aber auch in der Applikation. Die nehmen wir heute, legen wir außen vor. Die ist halt ein stetiger Begleiter, aber leider auch der Online-Betrug hat uns über diese ganze Zeit begleitet und hat sich verändert über die Zeit. Dazu berichten wir heute halt über diese Angriffspatterns, die wir gesehen haben. Und wir haben uns auch angeguckt, wie kommt es dann eigentlich dazu? Das heißt, wir haben festgestellt, es gibt ein komplett industrialisiertes Ökosystem, was dort draußen aktiv ist und wo wir
nach und nach unsere Gegenmaßnahmen weiterentwickeln mussten. Vom Händischen zum Automatisierten bis zu Machine Learning und Infrastrukturen und organisatorischen und organisationellen Anpassungen. Malte wird gleich eine Übersicht über die verschiedenen Betrugsszenarien geben, sodass wir das ein bisschen besser einordnen können und die einzelnen Betrugstypen kennenlernen können. Danach geht Joscha richtig in die Details. Das ist jemand, der jeden Tag mit Online-Betrug konfrontiert wird in den Shops und dort diese Erkennung am Anfang betrieben hat und die Gegenmaßnahmen gebaut hat. Und mittlerweile sind wir seit einigen Jahren dabei, dass wir dort komplette Software-Infrastrukturen errichtet haben, um den Betrug zu erkennen, verhindern und zu behandeln. Genau. Jetzt steige ich mal ganz kurz in das Problem ein. Online-Plattformen verlieren durch Betrug Umsatz. Ich würde sagen, das wissen wir alle, deswegen sind sie jetzt hier. Aber die Online-Plattformen sind auch in einem Spannungsfeld. Das Spannungsfeld bezieht sich einmal auf die Convenience. Das heißt, da geht es darum, dass die Kunden möglichst friktionsfrei mit einer total optimierten User-Experience einkaufen wollen, sich gut fühlen und aber auch sicher fühlen wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es ein Grund, einen Shop nicht mehr zu besuchen. Das heißt, wir sehen signifikanten Abfall, wenn dort ein Vorfall ist. Martin hat in der Vorrede ein paar Beispiele in diesem Jahr von Verbandsmitgliedern gehabt, die Vorfälle hatten. Man sieht dann halt auf jeden Fall, dass etwas passiert. Genauso ist, wenn der eigene Account übernommen wird halt eben oder wenn mit einer Transaktion in Verbindung was mit der Kreditkarte passiert, dann wird der Kunde vorsichtiger sein und vielleicht eher zu einer größeren Plattform zum Beispiel greifen. Und der dritte Bereich ist die Compliance. Hatten wir auch ganz kurz angerissen, dass auch der Gesetzgeber eine Rolle spielt. Im Geldwäschegesetz sind wir zum Beispiel bei hochwertigen Transaktionen ab 10.000 Euro, dass wir dort allerhand Regularien im Bereich der Compliance haben. Aber auch die DSGVO schreibt uns mittlerweile vor, dass wir als Händler bei jedem einzelnen Vorfall, bei dem personenbezogene Daten betroffen sind, auch informieren müssen. Das heißt also, wir haben hier einen Bereich, wo wir sagen, das müssen wir ausgleichen. Das ist eine Tension daran und wie können wir das möglichst gut machen, sodass wir eine gute Experience bieten. Jetzt kommt, viele von Ihnen werden das kennen, Mentimeter. Wir haben so ein paar kleine Fragen eingebaut. Sie können das jetzt scannen, Sie können auf die Menti-Seite gehen und da diese 66905515 eingeben. Dann werden Sie gleich eine Schätzfrage sehen. Wenn Sie ansonsten im Verlauf des Vortrags Fragen haben sollten, dann haben Sie unten in Ihrem Zoom-Client ein entweder Q&A, wenn Sie einen amerikanischen oder englischen Client haben, oder einen F&A-Knopf. Das ist sowas wie der Chat, da können Sie Fragen reinstellen. Wir sind ja heute zu dritt für Sie da, das heißt, zwei von uns gucken da permanent rein. Wenn wir das sofort beantworten können, machen wir das direkt da an der Stelle. Wenn es größere Fragen sind, dann nehmen wir das ans Ende. Wir sollten heute genug Zeit haben, auch für eine interaktive Session, dass wir ein paar Dinge beantworten können. So, jetzt hoffe ich, Sie haben die Schätzfrage vor sich. So, okay. Ich habe schon gesehen, einige von Ihnen haben schon abgestimmt. Es kommen auch noch Votes rein. Super gut. So, das heißt, das ist einmal eine Frage dazu, wie es so in der Branche aussieht. Tatsächlich ist es unterschiedlich. Das heißt, je nachdem, ob Sie Waren verkaufen, die sich wieder sehr gut wiederverkaufen lassen, ob sie höherwertig sind, das wird alles das beeinflussen. Wenn wir hier nach so einem Mittelwert fragen, was wir hier getan haben, dann lösen wir es nach. Es kommen noch ein paar rein, okay. Jetzt ist es ziemlich ruhig, dann wechsle ich mal zurück in die Präsentation. Dann gehen wir zu einer zweiten Frage. Hierbei ist die Frage, das eine war jetzt, wie sieht es in unserer Branche insgesamt aus? Wie sieht der Durchschnittswert aus? Wenn Sie mögen, dann können Sie uns jetzt mitteilen, wie es bei Ihnen im Unternehmen aussieht. Falls Sie das nicht wissen, können Sie was schätzen, können auch sagen, ich möchte nichts sagen, dafür gibt es auch einen Slot. Das können Sie halt auch anwählen. Jetzt können wir da nochmal kurz drauf gehen und sehen. Das ist schon mal sehr gut, weil wir von den Votes, die halt was sagen mögen, sehr am unteren Ende die Zahlen haben. Das ist schon mal recht erfreulich. Genau, und ich kann schon... War schon nochmal, ne? Kommen noch welche? Sie können auch noch weiter abstimmen. Ich gehe aber mal wieder zurück zur Präsentation und löse mal eben auf zu der Schätzfrage, wie es aussieht. Tatsächlich gab es gar nicht den richtigen Slot, sondern wir haben einmal bis zwei und dann ab zwei. Die beiden haben es halt voll getroffen. Es sind 2% in der letzten aktuellsten Studie vom IFH.
Das ist immerhin halt eben ein Umsatz von oder ein Verlust dann von 1,4 Milliarden. Das ist schon sehr beträchtlich. Und wenn wir das jetzt angucken, dass unsere Branche halt ja intensiv wächst, im letzten Jahr ja noch mit Rekordwachstum durch Corona, dann verändert sich diese Zahlen in absoluten Zahlen mit. Und das ist natürlich ein großer Vektor, den wir dort haben. Dann an dieser Stelle übergebe ich zu meinem Kollegen Malte, der jetzt nochmal in diese aktuellen Betrugsmuster einsteigt und uns da entlang der Customer Journey führt und uns aufzeigt, wo wir Abwehrmöglichkeiten haben. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir sprechen heute über Betrugsprävention. Ein bisschen, Jörg hat das ja eben schon eingeführt, und gucken uns das entlang der Customer Journey an. Wenn wir über Betrug reden, dann reden wir über viele verschiedene Typen von Betrug. Wir haben hier mal ein paar dargestellt. Da gibt es zum einen den Account Takeover, die Account Takeover Attacke. Da geht es um Identitätsdiebstahl. Wenn wir auf die Attacken gucken, die wir so sehen, dann sind ungefähr 30% aller Attacken dieser Identitätsdiebstahl über Account Takeover und damit schon eine signifikante Größe. Zweiter Betrugstyp, den wir kennen, ist der Chargeback-Fraud. Beim Chargeback-Fraud gibt es einen Chargeback, also eine Rückbuchung auf die Zahlungsmethode, die man verwendet hat, nachdem man die Ware erhalten hat. Und der Chargeback-Fraud ist auch, je nach Studie, was man anguckt, eine der größten Klassen oder Typen von Betrug. Da reden wir über 40-80% des Verlustes. Dann gibt es noch den Refund Fraud. Refund Fraud ist relativ simpel. Ich löse einen Refund aus, wenn ich die Ware erhalten habe. Und ich kriege eine Rückbuchung auf meine originale Zahlungsmethode. Dann sage ich, meine Kreditkarte ist kaputt. Ich möchte bitte eine andere Zahlungsmethode haben. Und der Shop geht ins Risiko und erstattet das Geld auf eine andere Zahlungsmethode. Alternativ kann man auch einfach minderwertige gestohlene Ware zurückschicken statt die Originalware. Und ist in der Geldwäsche mit beteiligt dadurch. Dann gibt es noch Interception Fraud, das ist das Abfangen auf dem Versandweg. Promotion Abuse, da werden Promotionen, zum Beispiel Neukundengutscheine, verwendet, illegalerweise verwendet, durch automatisiertes Abfragen von Gutscheinfeldern oder dem Anmelden beim Newsletter. Und auch ein lukratives Feld für Betrüger. Letztendlich gibt es noch das Credit Card Testing, eine sehr alte Methode mit gestohlenen Kreditkarteninformationen. Werden Shops getestet? Sind die annehmbar oder nimmt der Shop diese Informationen an? Und dann weiß man entweder, die Kreditkarte ist gut oder vielleicht kann man sie sogar in dem Shop benutzen, um Waren zu bestellen. Wenn wir uns das auf der Customer Journey angucken, dann sehen wir, dass einige dieser Typen recht früh passieren. Das ist der Account Takeover und Promotion Abuse. Und einige passieren später. Das heißt, es gibt Dinge, die vielleicht beim Erstkontakt mit dem Shop, Neukunden reingehen in den Shop, schon passieren. Und es gibt Sachen, die dann Richtung Versand, Payment-Versand passieren. Und hier sieht man auch ganz gut, dass es vielleicht interessant ist, sich auf diese beiden zu konzentrieren. Deswegen geht unser Vortrag heute auch über diese beiden. Weil je früher wir uns um den Betrug kümmern, desto größer ist auch das Zeitfenster, was wir haben, um zu reagieren. Auf der Customer Journey, hier einmal exemplarisch dargestellt, sehen wir, jetzt ist nicht die komplette natürlich, aber ein Ausschnitt, der relevant ist, von der Accounteröffnung bis zum Payment, den gesamten Checkout. Da gibt es natürlich auch Lösungen. Und Lösungen, die sich etabliert haben, das sind die jetzt in grün dargestellten Punkte, einmal das Transaktions- und Event-Monitoring. Das ist so die Basis, die man braucht, wenn wir überhaupt irgendwas sehen wollen. Also wir müssen uns angucken, was läuft überhaupt im Shop. Danach kann man gucken, wie verhalten sich unsere Kunden im Shop. Ja, wie sind die Klickpfade? Worauf gehen die Kunden? Ja, und das wird ganz unterschiedlich sein, je nach Kundenbasis, die man hat. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wie unsere Kunden sich verhalten. Das ist gut. Wir können dann auch gucken, wie sich Betrüger verhalten. Und wenn wir rausfinden, wie das Verhalten ist, dann sehen wir auch Unterschiede. Und man kann da eben eine Abgrenzung machen. Device Fingerprinting ist eben eine Installation, meistens über JavaScript oder in Apps integriert, wo geguckt wird, was ist denn das für ein Gerät, mit dem ich da rede, um rauszufinden, habe ich hier einen Mensch oder eine Maschine, die mit dem Shop interagiert. Dann gibt es noch die Know Your Customer Lösungen. Das sind die, die sich um die Know Your Customer Prozesse drehen. Und das ist aus für Compliance und Legal Gründe einfach Tools, die diese Prozesse unterstützen, hauptsächlich mit Daten.
Informationen über den Kunden rauszubekommen. Und schlussendlich geht es hier auch, das wird ein bisschen Fokus auch heute sein, um das sogenannte Bot-Management oder die Bot-Detection. Da geht es um das automatisierte Angreifen auf einen Shop. Das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Weil wir vielleicht schon ein bisschen in Fragestimmung sind und immer noch ein paar Antworten bekommen haben, gibt es auch hier eine Frage, die uns ganz besonders interessiert. Welcher Betrugstyp für Sie momentan ganz besonders interessant ist oder von Bedeutung ist? Dazu gucken wir uns einmal die Umfragen auch an. Also ich würde Sie jetzt bitten, einmal wieder abzustimmen auf Ihrem Handy und uns ein kleines Feedback zu geben. Wenn Sie das nicht wissen, kein Problem, einfach zugucken. Gut, also wir sehen hier so eine kleine Häufung bei Account Takeover und Interception Fraud. Gar nichts bei Promotion Abuse, da werden wir heute drüber reden. Vielleicht ist das was Interessantes, geht ja auch so ein bisschen um blinde Flecken vielleicht. Können wir da ja einen Beitrag zu leisten, die aufzudecken. Aber wir reden auf jeden Fall natürlich über Account Takeover heute. Das heißt, das ist auch was, was wirklich relevant ist in Ihrem Feld. Das freut uns natürlich sehr. Ja, kommen noch ein paar rein. Super. Ja, ich weiß nicht, ob Jörg das schon gesagt hat. Die Auswertungen sind natürlich auch auf dem Video. Wir stellen das aber auch den Teilnehmenden dann nochmal zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie so ein bisschen rausbekommen wollen, wie so das Bild in diesem Panel zumindest ist, sicherlich nicht repräsentativ, dann können Sie sich das im Nachgang natürlich nochmal angucken. Wir haben natürlich auch Erfahrungen gesammelt. Die teilen wir dann später. Gut, schauen wir uns einmal Account Takeover an. Die Account Takeover-Attacke funktioniert relativ einfach und das Ergebnis ist, dass man, wenn man mal ins Darknet guckt, sieht man zum Beispiel Angebote wie diese, eine Datenbank mit Accounts. 1 Million Leaked Accounts, kosten $35, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von einem Dollar. Ein Account ist sehr, sehr wenig Geld wert. Jetzt kann man sagen, gut, haben wir Accounts, testen die, nehmen die. Was dann im Darknet aber passiert, ist, dass eine Aufwertung stattfindet und die Accounts werden dann bestimmten Anbietern zugeordnet, wie hier zum Beispiel Netflix-Accounts. Da kann man dann schon Netflix-Accounts, also weiß man schon, in diesem Paket, Datenpaket, sind Netflix-Accounts drin. Das ist toll, die sind dann deswegen ein bisschen teurer. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob der Account funktioniert, also brauche ich noch den dritten Teil des Angebots, nämlich validierte Accounts. Hier kann ich einen VPN-Anbieter benutzen bis 2022. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert, ob es funktioniert, aber zumindest der Marktplatz im Darknet ist so aufgebaut, dass es eine Aufwertung dieser Dateninformationen gibt. Und diese Wertschöpfungskette funktioniert dann so. Wir haben am Anfang einen Leak, einen Datenleak. Das sind Sachen, die alltäglich passieren. Martin hatte das vorhin schon angedeutet. Mit dem Leak werden Accounts gegen Shops gefahren und dann weiß man, das sind Accounts, die in diesem Shop auch existieren, weiß aber noch nichts über die Qualität des Accounts. Diese validierten Accounts sind dann aufgewertete Accounts, da kann man dann zum Beispiel sagen, die haben schon Gutscheine hinterlegt, da ist vielleicht Kundenkonto schon aufgewertet worden, Zahlungsinformationen hängen dran und das ist natürlich dann wertvoller. Das haben wir eben auch gesehen. Und nachdem diese Wertschöpfungskette im Darknet vorbei ist, ja, ist noch nicht ganz vorbei, dann kann man mit diesen Accounts nämlich arbeiten und den tatsächlichen Betrug im Shop durchführen. Im ersten Teil geht es hauptsächlich um Identität, also Authentifikationsinformationen und im hinteren Teil geht es hauptsächlich um den Handel mit Gütern und Geld. Da gibt es halt die Konvertierung in Realware. Gut, mit dieser Wertschöpfungskette im Hintergrund machen wir es mal praktisch. Dropbox hat einen Leak, das ist passiert. Angreifer greifen Daten ab, die Informationen stehen im Netz und werden verpackt in ein Paket und ins Darknet hochgeladen. Im nächsten Schritt kommt dann ein anderer Beteiligter, das ist nicht mehr der erste Angreifer, also das Risiko wird hier schön verteilt, nimmt sich diese Daten und fährt sie gegen eine Shop-Infrastruktur und sieht dann, entweder funktioniert das oder es funktioniert eben nicht. Und was dann passiert ist, dann kommen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, der Angreifer sortiert einfach. Und wenn dann ein anderer Anbieter kommt, ein anderer Teilnehmer, sage ich mal, in der Wertschöpfungskette, der nimmt sich dann natürlich die Guten und zahlt dafür Geld, bekommt die Informationen und kann mit ihnen relativ einfach gegen den Shop gehen und ultimativ auch die Ware dann bekommen. Das ist also relativ
einfach, obwohl es natürlich auch kompliziert ist. Also wir sehen viele Marktteilnehmer, das Risiko wird verteilt, gibt viele Schritte, aber wir sehen auch, dass alles aufgehängt ist an Authentifikations-, also Login-Daten, Identitäten. Beim Promotionsbetrug ist es ein bisschen anders. Promotionen werden häufig zur Neukundengewinnung benutzt. Das ist immer die große Herausforderung. Ich nehme eine Promotion, das heißt, ich habe Acquisition Costs. Die Customer Acquisition Costs müssen natürlich geringer sein als mein Customer Lifetime Value, das ist die Kalkulation des Shops. Und damit das passiert, muss ich natürlich auch einen echten Kunden gewinnen. Beim Betrüger ist es so, den werde ich nie als Kunden gewinnen. Und das ist eben das große Problem hier. Also die Kosten werde ich nie wieder reinholen. Und da sehen wir sowas wie Neukundengutscheine, kriegt man für einen neuen Account einen Gutschein, Newsletter-Abos, die dann auch mit Gutscheinen belegt sind. Und schlussendlich auch noch Gewinnspiele, wo relativ hohe Preise dann gezahlt werden. Hier sieht man, zum Beispiel kann man 500 € Gutscheine gewinnen. Das ist dann nicht für jede Anmeldung kriegt man diesen Gutschein, sondern dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Gutschein ausgespielt wird. Und wenn ich dann einen Shop habe, hier mal so ein Shopping-Card, gibt es hier diese Coupon-Codes und mit diesen Coupon-Codes ist natürlich auch interessant für Angreifer, da einfach Codes reinzugeben. Wenn ich zum Beispiel schon Fragmente von einem Code kenne, dann ist der Raum der Möglichkeiten von möglichen Gutscheinen vielleicht gar nicht so groß, jedenfalls so groß, dass ich auch in der Lage bin, das automatisiert durchzutesten. Schauen wir das mal am Beispiel an. Betrügerinnen melden sich zum Beispiel mehrfach automatisch beim Newsletter an, um so an Gutscheine zu gelangen. Dann ist die Wertschöpfungskette auch hier wieder im Darknet, wird das Ganze verkauft und die Gutscheine werden dann von Betrügerinnen eingelöst. Und manchmal kommen die auch einfach so in den Umlauf. Das kriegen dann Kunden vielleicht gar nicht mit. Sie denken, es ist ein normales Angebot, wenn man jetzt nicht auf den Darknet-Foren unterwegs ist, sondern auf tatsächlich professionell aussehenden Shops. Man kauft dann vielleicht Gutscheine, die gar nicht legal sind. Zweites Beispiel ist, wir haben das automatisierte Durchtesten. Auch dort gibt es die Wertschöpfung dann, dass die Betrügerinnen die Gutscheine im Darknet verkaufen und dann eben auch wieder im nächsten Schritt eingelöst werden. Und jetzt haben wir an dieser Stelle ein kleines Dilemma. Was macht der Shop denn, wenn jetzt dieser Gutschein eingelöst wird? Soll ich den jetzt annehmen? Das ist ein großes Problem, weil wie unterscheide ich, ob ich jetzt mit einem Betrüger rede oder mit einem echten Kunden? Und diese Unterscheidung bringt uns echt in eine Zwickmühle. Wir haben nämlich nicht eine Person, die im Unternehmen dann entscheidet, soll ich den annehmen oder nicht? Das könnte ja jetzt meinetwegen die Technik sagen. Ja, solange wir irgendwie eine Indikation haben, dann nehmen wir den nicht ein. Aber es ist oft auch ein Zusammenspiel aus verschiedenen Abteilungen. Und die Zusammenarbeit zwischen diesen Abteilungen ist dann ganz besonders wichtig und oft auch schwierig. Also ist das vielleicht auch gar nicht lösbar am Ende der Customer Journey. Also sollten wir das vielleicht früher unterbinden? Das wäre die Frage, die wir haben. Und was kann man tun, damit man das macht? Als erstes muss ich natürlich eine Sache machen. Ich muss meine Türme aufstellen, gucken, Monitoring, Logging und ich muss den Betrug erkennen, möglichst früh. Ja. Und wenn ich das erkannt habe, kann ich ja sagen, super, dann kann ich das ja sofort blockieren. Also ich kann die Accounts zum Beispiel sperren oder ich kann es irgendwie schwierig machen. Wir haben schon Captures angesprochen, kleinere Hürden. Die Konsequenz, die wir an dieser Stelle aber sehen, ist folgende. Wir begeben uns in ein Katz-und-Maus-Spiel, hier mal dargestellt der Angreifer, der hier die Finger aus dem Boden steckt und der Shopbetreiber, die Katze, die unermüdlich versucht, dieses Spiel zu beenden. Und egal, was die Katze macht, ist natürlich gemein, es gibt hier 9 Löcher, 2 Pfoten. Es wird immer einen Weg geben. Ja, wir haben das in der Wertschöpfungskette schon gesehen. Leaks werden auch immer passieren. Es wird immer einen Weg geben, wie der Angreifer durchkommt. Und wenn wir ihm Feedback geben darüber, was er tut, also hier dieses Draufpatschen, dann ist er natürlich weg und sucht sich das nächste Loch. Ja, und diese Konsequenz, die haben wir sehr deutlich gespürt, weil mit dem Ansatz des Blockens sind natürlich wir auch gestartet. Unsere Erfahrung an der Stelle ist, blockieren ist ein valider Ansatz. Ja, sollte man auch darüber diskutieren. Aber blockieren hat 2 gravierende Probleme. Zum einen das Problem der Conversion. Die Conversion wird sinken, wenn wir blockierende Maßnahmen einsetzen. Da gibt es auch ein Spektrum, aber sie wird sinken. Und zum zweiten ist es so, wenn wir blockieren, Accounts locken, dann treffen wir vielleicht auch Kunden
die gar nichts gemacht haben. Also normale Kunden. Und wenn die einen Account-Lockout erfahren, dann gibt es eine Kundenabwanderung und die geht dann eben hoch. Das ist maximal schlimm. Das ist ungefähr so schlimm, wie wenn man einen Security-Vorfall hat. Dann kommen die Kunden auch erstmal nicht wieder, bis sie Vertrauen wieder geschöpft haben. Bei der Conversion reden wir so ungefähr um 10% weniger. Und bei der Kundenabwanderung reden wir um 40%, wenn wir einen echten Account treffen, also ein falsches Positiv generieren. Blockieren habe ich eben gesagt, erstreckt sich von einfachen Captchas. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Das kriegt das nie hin. Irgendwie einen Fitzel Ampel erwische ich irgendwie immer nicht. Bis zu Account-Lockouts. Und der Maximalschaden ist eben dieses, wenn ein Shop, der eigentlich maximale Convenience möchte, um auch am Wachstum weiter zu partizipieren, für den Kunden aus so einer Willkommens-Eingangsschild ein Sorry, we're closed machen. Wir brauchen also diesen anderen Ansatz. Und wenn wir jetzt den Alarmknopf drücken, also das Blockieren wirklich frühzeitig machen, dann verschrecken wir den Kunden. Und es führt dazu, den Angreifer auszubilden. Und hier kommt jetzt was Interessantes ins Spiel. Die Wertschöpfungskette hat viele verschiedene Teilnehmer und hat viele verschiedene Schritte. Und wir haben einen riesigen Vorteil gegenüber den Angreifern. Dadurch, dass das Risiko auch auf der Angriffsseite minimiert werden soll, brauchen sie einfach Zeit dafür. Und diese Zeit, die sie brauchen, die können wir nutzen. Dieses Zeitfenster, was wir hier sehen, ist ab dem Erstkontakt in den Shop. Bis hin zum Betrug, das ist zu spät, da wollen wir nicht mehr aktiv sein. Ne? Im Nachgang das zu verhindern, das ist sehr teuer auch für uns. Dieses Zeitfenster müssen wir nutzen und wir können es nicht nutzen, indem wir blockieren und den Angreifer ausbilden. Also brauchen wir sowas wie einen stillen Alarm. So, die Wertschöpfungskette muss also gebrochen werden. Und wie das funktioniert, das wird jetzt mein Kollege Joscha erzählen. Wir sprechen heute über verschiedene Sachen, vor allem meinen Arbeitsalltag und wie mein Arbeitsalltag auch sich in Ihren Alltag wiederfinden könnte oder wiederfinden wird. Hier sind wir bei Break the Chain. Break the Chain, wir haben gerade gesehen, das ist eine längere Kette. Das heißt, wir haben viele Kettenmitglieder von Ursache bis Betrug. Und was an dieser Kette auch eine Eigenschaft ist, manche Glieder sind stabiler als andere. Und wir wollen natürlich nicht am stärksten Glied, sondern am schwächsten Glied ansetzen. Entsprechend wollen wir das schwächste Glied identifizieren. Und wenn wir es gefunden haben, dann wollen wir nachgucken, wie kriegen wir diese Kette zerrissen. Gucken wir uns dafür nochmal die Wertschöpfungskette an. Aber diesmal im Hinblick auf, wo kann man das denn gut unterbrechen. Zuerst einmal die Leaks. Bei den Leaks, da müssen wir uns damit abfinden, es wird sie immer geben. Wir haben gerade vor 2 Tagen den letzten Leak gehabt. Da lagen einfach in einer Fitness-Tracking-App die Daten offen im Netz rum. Da muss man noch nicht mal einbrechen, da muss man nichts abgreifen, angreifen. Die waren einfach da. Und das ist Alltag. Das haben wir in den letzten 1,5 Jahren gesehen, das haben wir in den letzten 10 Jahren gesehen. Inzwischen gibt es über 11 Milliarden geleakte Credentials. Und das wird auch vermutlich weiterhin so bleiben. Sprich, Leaks ist eine Sache, mit der wir uns abfinden müssen. Die können wir nicht unterbrechen. Dann der Verkauf im Darknet. Wir haben ja vorhin gesehen, da gibt es verschiedene Stellen. Es wird einmal Leaks verkauft, es werden einmal Accounts verkauft für Plattformen, wo jetzt keine Garantie drauf ist, dass sie funktionieren. Es werden Accounts verkauft, die funktionieren. Hier wollen wir natürlich auch nicht jetzt den Markt befüllen und dann sagen, wir kaufen diese Accounts, um nachzugucken, welche Accounts sind denn bei uns offen, sondern im Darknet möglichst diesen Use Case kaputt machen. Sprich, im Darknet einzugreifen, ist auch relativ schwierig. Wo wir hier aber einen Vorteil haben, hier sind echt viele Daten unterwegs, weil so ein Leak enthält typischerweise Millionen Daten und je nachdem, wo er ist, ist er teilweise für die Region, für die Plattform nicht relevant. Ein Leak aus Australien wird uns jetzt nicht so stark treffen, aber wenn wir einen Leak aus Deutschland haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass über kurz oder lang Angreifer gucken, welche Daten sind denn von bei uns valide. Und da sind wir bei den Testen auf Plattformen. Das ist für Angreifer nicht vermeidbar, weil sie haben jetzt riesige Datenmengen, mit denen können sie erstmal an sich nichts anfangen. Diese Datenmengen müssen erstmal auf ihre Plattformen geführt werden, müssen nachgeguckt werden, welche funktionieren davon. Welche sind brauchbar, welche sind unbrauchbar? Das ist halt für den Angreifer die ganz große Frage. Und an dieser Stelle ist natürlich für uns der Vorteil, wir sehen halt, da kommt gerade jemand an und der weiß nicht so genau, was er tut. Irgendwie klappt bei dem nicht so alles. Und im letzten Schritt sind wir beim Betrug selbst.
der Betrug selbst, das sind halt Einzelfälle in Datenmassen, das ist echt schwierig auffindbar. Da haben wir eine von 100 Bestellungen, eine von 30 Bestellungen. Das ist halt je nach Plattform sehr unterschiedlich. Und da wirklich den Einzelfall zu finden, da suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Das würde ich ja weniger empfehlen. Sprich, das schwächste Glied ist an dieser Stelle für uns der Teil, wo halt wirklich viele Daten an ihre Plattform geraten, wo Angreifer versuchen, aus ihren Datensets die funktionierenden Daten und die nicht funktionierenden Daten zu identifizieren und zu differenzieren, damit sie halt damit im Darknet weiterhandeln können, damit sie im Darknet damit Geld machen können. Als Fazit für uns ist also entsprechend, die Validierung auf Zielplattformen ist nicht vermeidbar. Das ist ein Vorteil für uns. Die wertvollen Daten werden von nutzlosen Daten getrennt, zumindest für diese Plattform. Und wie sieht das dann auf der Plattform aus? Gehen wir mal von einem einfachen Beispiel aus. Wir haben 20.000 Besuche pro Tag und wir haben ein Datenset, was jetzt durchschnittlich groß ist, würde ich sagen, 1 Million Zugangsdaten. Jetzt hat der Angreifer verschiedene Optionen, die Plattform anzugreifen. Entweder er nutzt die 1 Million Daten und validiert die an diesen einen Tag oder er macht das ein bisschen klüger und sagt, ich will da nicht, dass es nicht so stark auffällt. Ich mache nur Microsteps. Ich weiß, die hatten etwa 20.000 Besucher, also probiere ich 2.000 pro Tag. Das würde dann 500 Tage dauern, diesen gesamten Leak durchzuvalidieren, fällt aber nicht wirklich auf. Aber um nachzugucken, wie gut das dann auffällt, wie es nicht auffällt, gehen wir mal von einem kleinen Angriff aus, nämlich 100.000 Zugangsdaten. Und setzen wir das mal in Relation zu einem Tag. Ein Tag hat nämlich 86.400 Sekunden. Das ist gar nicht so viel. Und Angreifer müssen sich halt irgendwie mit der Zeit arrangieren. Ansonsten kriegen sie halt auch keine Daten. Und erhöhen wir mal das Spektrum einfach von 20.000. Da sagen wir einfach mal, wir gehen auch bis zu 30.000 hoch. Wir gehen auf bis zu 5.000 runter. Was heißt das denn für eine Plattform, wenn jetzt 100.000 Datensätze validiert werden? Das ist der 4- bis 20-fache Verkehr. Das fällt auf. Da kann man halt wirklich in den Logzeilen sehen, hier irgendwie, wir haben den 4-fachen Verkehr, das fällt ein bisschen auf, den 20-fachen Verkehr, das fällt auf jeden Fall auf. Da haben wir also für die Angreifer eine Situation, die sie nicht vermeiden können und für uns eine Situation, wo wir sehr eindeutig sehen, da passiert gerade etwas, vor allem wird halt sehr viel fehlschlagen während der Zeit. Und der Angreifer hat an dieser Stelle natürlich ein weiteres Problem, nämlich nicht nur, dass er halt irgendwie auffallen muss, am Ende des Monats hat dann nämlich das Ziel, dass ein Kühlschrank exakt so aussieht. Wir haben vorhin gesehen, die Preise im Darknet, die sind nicht so hoch. Wir sprechen hier nicht von 10 und 100.000 Euro, auch nicht von 1.000 Euro, wie man leben könnte. Wir sprechen hier bei Datensätzen, die im Wertebereich von 2 bis 35 Euro unterwegs sind. Damit man davon leben kann, muss man echt eine Menge Daten durch Plattformen durchschicken, damit man genug rausbekommt, dass am Ende des Monats der Kühlschrank nicht leer ist. Wir halten also fest, am effizientesten ist die Betrugsprävention, die Angriffserkennung, wenn man den Erstkontakt mit der Plattform hat. Da, wo die Angreifer nicht darum kommen, richtig viele Daten auf ihrer Plattform zu erzeugen und dabei Anomalien erzeugt. Diese Anomalien kann man sehr gut erkennen. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie das denn so aussieht, so ein typischer Angriff. Und die zweite Sache ist natürlich, wir können besonders gut ansetzen, wenn das nicht nur Anomalien erzeugt werden müssen, aber wenn Anomalien erzeugt werden müssen, und auch wenn es unvermeidbar ist, diese Anomalie zu erzeugen. Jetzt gucken wir uns mal die Anomalien selbst an. Für mich beginnt ein spannender Arbeitstag so. Ich habe Kontakt mit jemandem, der mir sagt, hey, wir haben hier eine Anomalie erkannt, da ist irgendwie besonders viel Traffic. Kannst du uns mal unterstützen, herauszufinden, was da denn passiert ist? Also wir sehen hier am Samstagvormittag, da ist deutlich mehr los als sonst. Das passt gar nicht zu eurem anderen Verhalten. Und hier ist natürlich die Sorge groß, dass halt irgendwas passiert ist und wir nicht wissen, was. Da könnte am Ende daraus Betrug entstehen. Das sind Kosten. Das ist nicht angenehm. Und das ist halt, je nachdem, wo ich unterwegs bin, mal angenehmer, mal weniger angenehm dazu recherchieren. Wenn ich bei neuen Kunden unterwegs bin und da meine Erstanalysen mache, die haben oft nicht die Infrastruktur und die Datenaufbereitung, dass ich da effizient navigieren kann. Da muss man dann sich temporär Lösungen holen, klappt aber an sich ganz gut, vorausgesetzt diese Daten sind überhaupt irgendwo erfasst. Bei bestehenden Kunden, die die entsprechende Infrastruktur schon haben, die diese Daten schon aufbereitet haben, dass man da effizient drauf navigieren kann, dass man da effizient drin analysieren kann, da geht das meistens sehr viel schneller und präziser. Ziel ist es natürlich, am Ende diese Anomalie zu verstehen. Und in der Regel, wenn wir sowas sehen, ist es ein Angriff und natürlich die Gefahr durch Betrug ist auch gegeben. Hier haben wir erstmal gesehen, wir haben etwas Quantitatives erkannt. Das ist erstmal sehr gut erkennbar, aber das Problem ist natürlich,
während dieser Zeit ist auf ihrer Plattform auch normaler Verkehr unterwegs gewesen. Und da brauchen wir jetzt eine gut-böse Unterscheidung. Weil wir wollen nicht alle, die zufällig während des Angriffs aktiv gewesen sind, jetzt blocken. Wir wollen natürlich diejenigen erwischen, die halt während des Zeitraums halt auch wirklich böse Transaktionen gemacht haben und versucht haben, Betrug zu begehen. Sprich, man muss hier in die Erkennung, man muss halt irgendwie versuchen, die aus den quantitativen Daten qualitative Daten zu gewinnen. Das ist auch im Wesentlichen meine Aufgabe, die ich im Alltag mache. Ich gucke mir jede Menge Daten an und versuche aus diesen Daten zu extrahieren, wo sind hier Transaktionen passiert, welcher Use Case hat da gegriffen und kann man diese Use Cases eventuell nicht mehr stoppen, kann man da den Betrug verhindern. Kostet natürlich auch was, aber ich würde mal behaupten, dass es wesentlich sinnvoller ist, in Betrugsprävention zu investieren, als im Darknet weiter noch Geld zur Verfügung zu stellen, damit die noch mächtiger werden. Das heißt, unsere Fragestellung ist, wie bekommt man aus den quantitativen Daten qualitative Daten, damit man genau identifizieren kann, wer war gut, wer war böse. Da haben wir hier einen Vorteil. Wir bewegen uns im Internet. Internet ist nicht irgendwie, jemand kann halt irgendwelche Dokumente durch die Gegend schicken, die keine Text, die keine Form haben. Wir haben HTTP bzw. HTTPS und das ist ein Protokoll, was hochgradig normiert ist. Das heißt, die Angreifer sind auf jeden Fall in ein Protokoll reingezwungen, wo sie bestimmte Spuren hinterlassen müssen. Sprich, wir haben IP-Adressen, wir haben Cookies, wir haben die Request-Herkunft, aus welchem Land kommt der, wenn ich jetzt im Dachraum aktiv bin und plötzlich aus der Mongolei jede Menge Requests bekomme, dann ist das eventuell nicht normal, wir haben Browser-Informationen und das alles sind Informationen, die die Angreifer mitgeben müssen, das ist für sie nicht vermeidbar, das heißt nicht nur, dass sie Anomalien erzeugen müssen, sie müssen sich auch noch Protokolle halten, wo sie jede Menge Daten hinterlassen und diese Daten sind natürlich etwas, wo ich mit der Zeit gelernt habe, sehr effizient drauf zu navigieren, die zu analysieren und daraus das zu extrahieren, was am Ende hilft, den Betrug aufzudecken und den Schaden einzugrenzen. Hier beginnt also für mich die Reise, dass ich quantitative Daten in qualitative Daten transformiere. Sprich, anstatt dass wir nur einen Peak sehen, haben wir schon hier den ersten Indikator darauf, wer ist tatsächlich getroffen, wer ist nicht tatsächlich getroffen. Oder wer war als normaler Kunde während dieser Zeitung unterwegs. Wir haben aber noch mehr Merkmale als nur diese Daten, die über HTTP kommen, nämlich die Diversität. Die Plattformen werden unterschiedlich genutzt. Sie haben unterschiedliche Angebote. Sie sind teilweise bei Genussmitteln, bei Fashion, im Baumarkt unterwegs. Das heißt, wir können hier halt sehen, es gibt halt Plattformen, die völlig unterschiedliche Angebote haben. Das impliziert natürlich, dass Nutzer sich vollkommen unterschiedlich verhalten. Und das ist ein Verhalten, was Angreifer im besten Fall erahnen können, aber sie kennen das typische Nutzverhalten nicht. Sie dagegen haben den vollen Zugriff auf alle Daten und allen Verkehr, der auf ihrer Plattform stattfindet. Das heißt, Sie können lernen, wie sich typische Nutzer verhalten. Und wenn Sie wissen, wie sich typische Nutzer verhalten, dann können Sie auch lernen, wie sich typische Angreifer verhalten, beziehungsweise wenn etwas von der Norm abweicht. Das ist auch noch im Jahr 2021 eine sehr schöne Sache, weil wir haben die HTTP, wir haben halt sehr viele Daten und wir haben nicht nur sehr viele Daten, wir haben normierte Daten. Das ist für Machine Learning die ideale Grundlage, die Daten halt so aufzubereiten, dass man halt nochmal lernt, wie verhalten sich normale Kunden, wie verhalten sich Angreifer. Das können wir jetzt Mensch aus so vielen Daten vielleicht nicht rausziehen. Machine Learning ist da besonders gut. Das heißt, wir haben hier eine weitere Datenquelle, einfach weil wir halt wissen, wie funktioniert der Traffic normalerweise auf unserer Plattform, was ist typisch, was ist untypisch und können das zusätzlich zu den ganzen typischen Spuren, die im HTTP-Verkehr hinterlassen werden, auch nochmal analysieren. Damit hört es aber nicht auf. Es gibt noch eine dritte Datenquelle, die wir vor allem beim Account Takeover nutzen können. Da haben nämlich auch Angreifende ein Problem. Sie wissen nämlich nicht, wenn sie einen Account übernehmen, sie haben Millionen Datensätze, wie oft findet an diesem Account normalerweise ein Login statt? Finden überhaupt Logins an diesem Account statt? Ist das Opfer überhaupt aktiv? Haben wir zum ersten Mal seit 6 Jahren ein Login? Oder wird dieser Account 3-mal pro Tag eingeloggt? Wird dieser Account 1-mal pro Woche eingeloggt? Von wo aus wird er eingeloggt? Wenn er typischerweise aus dem Dachraum eingeloggt wird und wir einen Login aus der Mongolei haben, dann wissen wir, das ist höchstwahrscheinlich ein Fremdzugriff. Und das ist der nächste Teil. Wir wissen auch, wie typische Sessions aussehen, sprich, oder wir können es lernen, genauer genommen. Sprich, wie verhält sich ein Nutzer normalerweise? Gibt es da Anomalien? Sprich, wir haben hier nochmal Anomalien, die halt beim Accountzugriff von jemand anders erzeugt werden, weil es gibt unglaublich viele Daten an diesem Account selbst, die wir vor allem beim Login-Verhalten tracken können. Und das ist für Angreifer nicht vermeidbar, dort Anomalien zu erzeugen, die für uns offensichtlich sind.
Sprich, wir haben jetzt gesehen, wir identifizieren anhand von durchsatzintensivem Traffic erstmal überhaupt, findet ein Angriff statt, findet kein Angriff statt. Zusätzlich gucken wir uns an, welcher Use Case ist da beteiligt gewesen. Also wir haben gesagt, wir stürzen uns heute auf den Account Takeover und auf Promotion Abuse. Aber es gibt natürlich noch viele andere Use Cases und überall, wo durchsatzintensiver Traffic ist, sind wir in einer sehr günstigen Situation, weil den kann man in der Regel sehr gut auseinanderhalten. Und wenn wir den Use Case identifiziert haben, der angegriffen wurde, dann ist natürlich für uns das letzte Wichtige, welche Transaktionen sind denn jetzt gutartig, welche Transaktionen sind bösartig. Das ist natürlich generisch auf alles anwendbar, sprich, wir können nicht nur vom Newsletter Account Takeover, sondern viele andere Use Cases da halt betrachten, aber gucken wir uns nochmal für den Account Takeover das halt direkt an. Da haben wir, wenn wir so einen Angriff sehen, vorhin, Graph geht in die Höhe, wir haben also eine quantitative Anomalie gesehen, wir haben ungewöhnliche Sessions gesehen und abweichendes Verhalten am Account gehabt. Sprich, ab jetzt können wir halt differenzieren, was war ein Account Takeover, was war ein unbedenklicher Login. Ab diesem Zeitpunkt setzen wir dann halt Angreifern eine Mütze auf. Sprich, der kriegt alle möglichen Account-Takeovers, kriegen jetzt eine rote Mütze. Und diese rote Mütze wissen natürlich nicht Angreifer, dass sie aufhaben, aber wir können ab jetzt sehen, gutartig, bösartig. Und mit dem Bösartigen, da haben wir ziemlich viele Handlungsoptionen. Und wir haben vorhin ja schon über Blocken oder nicht Blocken gesprochen. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt erkannt, dass hier ein Account-Takeover stattgefunden hat oder stattfinden soll. Ja, sollen wir ihn blocken oder nicht blocken? Und hierfür haben wir erneut ein Mentimeter, das ich einmal öffnen werde. Sie können hier das wieder einscannen. Gucken wir uns mal an, wie Sie denken. Wir haben jetzt hier, sollen wir blocken? Ja, nein. Wir sehen jetzt hier schon zweimal nein. Warten wir noch mal ein bisschen, wie das hier alles stattfindet. Hier nein, einmal ja, dreimal ja, fünfmal ja, sechsmal nein. Okay, 8-mal nein, 5-mal ja. Wir sehen also, das ist durchwachsen. Die Sache ist, es gibt hier auch kein richtig oder falsch. Es gibt immer eine Depends-Antwort. Also mal blocken, mal nicht blocken. Ich würde auch immer wieder beides empfehlen, aber ich würde auf jeden Fall in den Kontext weiter reingucken. Generell aber zu nicht blocken tendieren, wenn man es kann. Hier erinnern wir uns an das typische Katz-und-Maus-Spiel und wir haben Angreifer. Und wir sehen hier irgendwie die Katze, die stellt sich das ganz anders vor. Irgendwie kommt sie da nicht hinterher. Und wenn wir uns bei so einem typischen Angriff befinden, Angreifer haben Daten, sie haben eine Plattform, auf der sie die Daten validieren möchten. Und die Angreifer geben nicht auf. Die werden klüger, die lernen auf anderen Plattformen. Und wenn sie halt ein neues Level erreicht haben, dann sagen sie, vielleicht komme ich da nochmal zurück und vielleicht erkennen wir sie dann gar nicht mehr. Das heißt, wir haben das Katz-und-Maus-Spiel und das Katz-und-Maus-Spiel, das habe ich auch häufiger mal gespielt mit meiner Katze und meine Katze hat das Spiel zuverlässig gewonnen. Und die Frage ist halt, wie hat meine Katze das Spiel zuverlässig gewonnen? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Meine Katze hat mir darauf nie eine Antwort gegeben, aber ich habe ständig blutige Finger gehabt. Aber das ist auch genau der Trick. Sie hat sich nicht anmerken lassen, was gerade passiert. Sie hat nicht die Foto gehoben, sie hat einfach spontan reagiert und keine Ahnung, vielleicht habe ich die Pappe berührt, vielleicht hat sie an meiner Armbewegung erfahren, vielleicht woran ich hingeguckt habe. Ich weiß es nicht. Ist natürlich für einen Angreifer genau das Gleiche. Wenn halt ein Angreifer irgendwie erwischt wird, aber nicht sieht, woran, dann hat er ein Problem. Und den kleinen Lümmel, der das alles gemacht hat und das tatsächliche Genie hierhinter, das sehen wir hier, ganz offensichtlich, sie sitzt vor dem Laptop, vor meinem Laptop und erkennt fleißig Angriffe und erzählt den Angreifer nicht, woran sie erkannt haben. So, jetzt ist aber die Frage halt, was können wir von meiner Katze Amy lernen, wie wir uns auf Plattformen verhalten sollten, damit Angriffe halt nicht durchkommen. Und Amys Antwort darauf ist, gib so wenig Feedback wie möglich. Bilde deine Angreifer nicht aus. Nutz alles, was du hast, verrate nichts. Das heißt, wenn wir zurückkommen und wieder auf Blocken, nicht Blocken die Antwort suchen, dann gucken wir uns erstmal an, was für Angriffe gibt es denn überhaupt. Das hat nämlich eine starke Auswirkung darauf, ob wir blocken wollen oder nicht. Wir sprechen heute vor allem von der Datengewinnung. Sprich, wir wollen Account-Takeovers angucken, Promotion-Abuse in beiden Fällen. Möchte der Angreifer Daten bekommen aus Daten, die er eventuell hat. Es gibt natürlich auch noch weitere Angriffe wie Crawling, Injection, DDoS und so weiter.
Die werden wir heute nicht betrachten, weil das wäre einfach zu lang. Dann würden wir nicht in einer Stunde durch, sondern bis am Ende des Tages hier sitzen. Dann aber das Thema blocken oder nicht blocken. Die Fragestellung dahinter ist aber eigentlich, was bringen die Angreifenden mit? Kommt er vor meiner Haustür, hat er Geschenke, hat der Angreifende Daten? Wenn die Angreifenden Daten haben, dann sollten wir diese Daten dankbar annehmen. Wenn wir diese Daten dankbar annehmen, dann können wir anhand des dümmsten Angreifers lernen, welche Accounts bei uns im Darknet gerade kursieren. Weil so eine Datenbank, die wird vielfach verkauft. Wenn so eine Datenbank vielfach verkauft wird, heißt das, ich habe Angreifer mit völlig unterschiedlichen Skill-Levels dahinter. Warum soll ich die auf niedrigsten Skill-Level blocken, wenn die auf höchsten Skill-Level dann trotzdem eventuell durchkommen? Das führt dazu, dass wir uns bei dem niedrigsten Skill-Level jede Menge Daten haben entgehen lassen, während die Angreifer mit den hohen Skill-Level plötzlich Daten bekommen. Wenn die in den niedrigen Skill-Level aber schon mal uns verraten, welche Accounts mehr sicher sind, dann werden die mit dem hohen Skill-Level niemals durchkommen. Das ist natürlich zu jedem Zeitpunkt gültig. Ein Angreifer mit hohem Skill-Level kann die Accounts validieren. Eine Woche später kommt jemand, der nicht so kompetent ist, mit exakt den gleichen Daten und verrät uns, welche Accounts nicht mehr sicher sind. Die andere Fragestellung ist, wollen die angreifenden Daten? Das heißt, sie kommen nicht mit einer Datenbank, die sie Daten gekauft haben, sondern sie wollen zum Beispiel Promotion-Codes abgreifen. Da würde ich sagen, eventuell blocken. Das hängt wirklich vom Use Case ab. Das hängt davon ab, was geht eventuell raus? Kann man kontrollieren, was rausgeht? Haben die Angreifer Patterns, die man sehr gut erkennen kann? Kann man das sehr gut zwischen gut und böse unterscheiden? Je weniger man da unterscheiden kann, desto freundlicher würde ich sein und aber vorsichtig sein, was ich zu diesem Zeitpunkt rausgebe. Das kann man natürlich auch steuern. Und um auf Blocken nochmal einzugehen, den DDoS, den kennen wir auch. Das ist halt die Plattform, wird mit Anfragen geflutet, bis die down ist. Und da ist natürlich keine Frage, das ist Verkehr, den wir nicht brauchen. Das ist einfach bösartig. Die Angreifer wollen keine Daten haben. Sie wollen uns einfach in die Knie zwingen. Das blocken wir, keine Frage. Sprich, an dieser Stelle sehen wir, eigentlich hängt Blocken oder nicht Blocken nicht davon ab, was wir machen wollen. Das hängt davon ab, was für einen Angriff wir haben. Und das ist halt an dieser Stelle immer wieder wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, weil wenn eine Person sagt, Angriffe pauschal blocken, würde ich sagen, das ist nicht richtig. Wenn eine Person sagt, pauschal, wir sollten alles durchlassen, was ich natürlich heute sage, ist aber auch nicht immer richtig. Wir müssen differenzieren, was für ein Angriff findet da statt, was möchte der Angreifer und was sind die Konsequenzen für uns. Und je nachdem, was der Use Case ist, vor allem können wir Daten daraus gewinnen, mit denen wir nachhaltig halt die Accounts schützen können, im Fall eines Account-Takeovers, dann sollten wir diese Daten dankbar annehmen, damit wir unsere Kunden absichern, damit wir halt sagen können, wir verhalten uns maximal convenient für die Kunden gleichzeitig, weil normale Kunden kommen durch und haben dann halt den professionellen Angreifern dadurch, dass wir die leichten, den unprofessionellen Angreifern die Daten abnehmen, das Leben sehr schwer gemacht, weil die werden einfach verraten. Die Datensätze kennen wir trotzdem. Jetzt sprechen wir vom Blocken. Es gibt natürlich auch noch Hürden, zum Beispiel in Captchas. Die kann man schalten, sollte man nur in akuten Fällen machen. Aber hier an dieser Stelle ist auch nochmal wichtig, im Hinterkopf zu haben, ein Capture stellt keine Identität fest. Ein Capture unterscheidet zwischen Mensch und Bot. Und wenn sich ein Mensch kann weiterhin Betrüger sein, wenn ich jetzt einen Account in Capture absichere und eine fremde Person die Zugangsdaten kennt, kann sie das Capture lösen, kommt trotzdem rein. Das heißt, wenn wir zwischen Mensch und Bot unterscheiden wollen, dann ist ein Capture sinnvoll. Wenn wir allerdings zwischen Mensch und zwischen Eigen- und Fremdzugriff unterscheiden wollen, dann hilft uns ein Capture nicht so viel. Und die Sache ist halt, ein Capture senkt die Conversion. Also Kunden sind nicht amused, wir kennen das Capture, weil wir es halt nervt. Aber wenn wir etwas kennengelernt haben, was nervt, dann ist es kein Grund, das auch noch anderen zuzumuten. Von daher vorsichtig damit umgehen, wenn man sich damit schützen möchte und immer im Hinterkopf haben, ein Capture stellt keine Identität sicher. Das entscheidet nur zwischen Mensch und Bot. Wenn ein Mensch einen Fremdzugriff macht, dann hilft ein Capture gar nicht. Im Zweiten sind wir natürlich dann bei den Hürden wieder beim Schaden. Wenn wir Hürden in den Weg reinschalten, dann sinkt die Conversion Rate. Und vielleicht sinkt die Conversion Rate so stark, dass der Umsatzverlust durch den Conversion Verlust höher ist, als der durch den Angriff selbst. Das heißt, anstatt dass wir den Schaden reduziert haben, haben wir uns noch selbst ins Knie geschnitten und gesagt, ja, jetzt haben wir 2% sich 10% abgelöst, die Zahlen sind nur Platzhalter, das ist natürlich in jedem Fall unterschiedlich, das muss man immer wieder neu bewerten, aber deshalb auch vorsichtig mit Blocken und Hürden, man kann sich damit eventuell mehr schaden als durch den Angriff selbst. Wir haben vorhin von Nachhaltigkeit schon mal gesprochen und das wollte ich nochmal wieder betonen, die Nachhaltigkeit, wie können wir denn Account-Takeovers verhindern, wie können wir denn die Accounts nachhaltig schützen?
Wir haben hier vorhin davon gesprochen, dass wir den Angreifern die Mütze aufsetzen, wenn wir es eindeutig erkannt haben. Aber das ist nicht immer eindeutig. Bei Eindeutigen kann man eventuell auch sagen, ich lasse den nicht rein, ich tue so, als sei der Login fehlgeschlagen, löst bei mir im Hintergrund schon mal den stillen Alarm aus, damit ich bei Fremdzugriffen halt sehe, ich muss halt hier den Account absichern und dafür sorgen, dass damit nichts mehr passiert. Wenn ich aber habe, was nicht eindeutig ist, was im Laufe der Session eindeutig wird, da würde ich sagen, lass die Person rein, lass sie weiter handeln und lass uns auf jeden Fall mehr Daten bekommen, auf denen wir arbeiten können, um die gut-böse Unterscheidung zumindest im Nachhinein zu treffen. Des Weiteren halt, wenn wir halt blocken, die Angriffe werden immer klüger. Sprich, wenn wir halt sagen, wir achten auf ein bestimmtes Verhalten, die Angreifer, die wissen, was für Spuren im HTTP hinterlassen werden, die achten natürlich auch darauf, genauso wie ich hier sitze und analysiere, was macht der Angreifer falsch. Analysiert der Angreifer, warum werde ich geblockt, was mache ich falsch. Da sind wir im Katze-und-Maus-Spiel und je weniger wir den Angreifer zeigen durch aktives Feedback, was wir von meiner Katze gelernt haben, desto weniger werden sie ausgebildet. Und beim Blocken müssen wir halt weiterhin bedenken, diese Daten, diese Zugangsdaten sind weiterhin Darknet unterwegs, die sind bei vielen Personen, die damit angreifen wollen. Und diese Accounts bleiben weiterhin unsicher. Diese Zugangsdaten werden auch nie wieder sicher sein. Und alles, was wir uns bei diesen Daten entgehen lassen, das spielt halt den Angreifer in die Hände, weil je besser sie ausgebildet sind, je besser sie die Security-Maßnahmen in der Plattform kennen, desto besser können sie halt diese Accounts validieren. Und wir haben halt die Chance verschenkt, bei den ganz einfachen Angriffen diese Daten entgegenzunehmen. Als Fazit, Blocken hilft nur kurz. Also wenn man keine weitere Maßnahme hat und weiß, ich kann jetzt hier hinter nichts weiter identifizieren und die Angreifer haben hier etwas und ich muss halt eventuell echte Kunden mittreffen, dann kann man natürlich blocken, aber ich würde halt immer empfehlen, gucken Sie sich die Angreifer an, nehmen Sie die Daten entgegen, die Sie kriegen können und nutzen Sie die Daten gegen die Angreifer. Jetzt haben wir ein Account Takeover und Angreifer wissen es eventuell nicht, Angreifer wissen das. Wir haben gerade eben gesehen, es gibt Cases, wo man sogar den Angreifern die Informationen verweigern kann, wer mit sie hat, aber manchmal muss man es noch länger beobachten. Und wenn wir einen Verdacht haben, dann könnten daraus ja auch Transaktionen entstehen, vielleicht am gleichen Tag, vielleicht ein paar Tage später. Die Wertschöpfungskette im Darknet ist halt da auch an dieser Stelle sehr variabel, sprich, wir wissen nicht, bereitet der Angreifer nochmal die Daten auf, stellt die dann ins Darknet, stellt die ein paar Tage später ins Darknet, wann geht man auf dieses Angebot ein. Aber wir sollten alles, was halt an diesem Account zukünftig passiert, bis wir ihn abgesichert haben, mit einem stillen Alarm absichern. Das heißt, wir wollen alle Transaktionen, die hier passieren, die potenziell betrugsgefährdet sind oder für den Kunden gefährlich sind, halt nochmal für ein manuelles Review halt aufbereiten, dass wir die komplette Hoheit darüber haben. Und da müssen wir immer wieder im Hinterkopf haben, in der Wertschöpfungskette vergeht vom Account-Takeover bis zum Betrug, da vergehen meistens mehrere Tage. Wir haben dann ein richtig großes Zeitfenster und das Zeitfenster sollten wir nutzen, um uns die maximalen Handlungsoptionen zu geben, während die Angreifer halt die maximalen Daten geben und am Ende doch vor nichts stehen. Jetzt haben wir ziemlich oft vom stillen Alarm geredet, die Lösung für alle Probleme. Aber wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, was dieser stille Alarm eigentlich ist. Und da möchten wir noch einmal mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Nämlich, wir haben jetzt vorhin gesagt, alle Angreifer, die tragen jetzt eine rote Mütze. Die rote Mütze sehen Sie natürlich selbst nicht. Wir sehen die rote Mütze. Und wir haben Transaktionen, die auffällig sind. Und gehen wir mal vom Account-Takeover aus. Was passiert denn, wenn wir einen so einen stillen Alarm ausgelöst haben beim definitiven Fremdzugriff, beim eventuellen Fremdzugriff, wo wir nochmal vielleicht tiefer reingucken müssen, um halt die Identität sicherzustellen? Definitiv haben wir Pflichten, wenn wir sowas erkannt haben. Vor allem vor der Sommerpause wurden nochmal die Datenschutzgrundverordnung im Artikel 32 und 34 angepasst. Da müssen wir jetzt die Kunden benachrichtigen, wenn wir sehen, da hat ein Fremdzugriff stattgefunden. Bei eventuellen Fremdzugriff, da sollte man vielleicht recherchieren, bevor man das macht. Aber bei einem definitiven Fremdzugriff informieren Sie bitte die Kunden, sonst wird das eventuell mit der Datenschutzgrundverordnung Konflikt treten. Und natürlich, wir müssen das nicht mal die Kunden selbst reporten. Es gibt zuständige Behörden, die möchten diese Daten haben. Denen müssen wir natürlich auch diese Daten zuspielen. So, das sind unsere Pflichten. Jetzt, wenn wir so einen Account erkannt haben, haben wir auch verschiedene Optionen, wenn wir einen Account absichern wollen. Da gibt es die Option, das Passwort einfach zurückzusetzen. Die Zugangsdaten sind in Darknet natürlich nur mit diesem Paar halt sinnvoll. Sobald wir ein anderes Passwort an diesen Account erzwingen,
Und das alte Passwort verbieten, wird natürlich dieser Datensatz nie wieder valide sein. Das ist sehr gut für uns, weil da die kursieren zwar Daten im Darknet, aber sie passen hier nicht mehr zu. Das Passwort soll ja im Endeffekt schützen. Hier sehen wir einmal bei Google, die gehen da ein bisschen proaktiver drauf zu, die gucken nach, haben wir eventuell unsichere Passwörter und informieren proaktiv. Sprich, die großen Anbieter, die solche Mails haben wir wahrscheinlich alle schon mal bekommen, vor allem wenn wir von irgendwelchen fremden Geräten auf unsere Accounts zugegriffen haben, sind da schon sehr proaktiv und sagen, gucken Sie nochmal bitte genauer nach, hier könnte eventuell Ihr Account unsicher sein. Die nächste Option ist ziemlich hart, würde ich nicht empfehlen, aber ist immer noch valide, wir sperren diese Accounts. Dann kommen die Angreifer auch nicht mehr rein, Betrug wird dann auch ziemlich schwierig, weil gesperrtes Konto ist ein gesperrtes Konto. Und ja, wir haben die Angreifer halt an dieser Stelle wieder ausgeschlossen. Und die letzte Option, die ich eher empfehlen würde, ist, im Zweifelsfall machen Sie identitätsverifizierende Maßnahmen. Eventuell ist an den Account schon ein Gerät gekoppelt und da kann man dann halt ein SMS schicken zum Verifizieren, Multifaktor, oder wenn man das nicht hat, kann man halt auch den einfachen E-Mail ausnehmen. Das heißt, da wird ein Passwort per E-Mail, einen Link per E-Mail verschickt und man klickt da drauf und sagt, das war tatsächlich ich. Dann weiß man, okay, das war ein Eigenzugriff. Angriff auf Ihre Plattform und auf E-Mail-Anbieter, das ist eher unwahrscheinlich, dass da ein Angreifer sich an zwei Stellen halt eventuell sichtbar macht. Und was natürlich das Allerwichtigste ist, alle Transaktionen, die an so einem Account stattfinden, die wollen wir zukünftig manuell freigeben. Wir wollen nicht, dass irgendwas, wo wir wissen, dieser Account ist eventuell betroffen, direkt in Lieferung geht, das soll doch bitte nochmal in einen Pool rein. Betrachten wir nochmal die Sichten. Die Sichten, hier haben wir verschiedene Beteiligte bei so einem Angriff und wenn wir von so einem stillen Alarm sprechen, wie sieht das eigentlich aus? Bei Angreifern, die wissen nicht, dass sie bemerkt wurden. Die haben ihren Account validiert oder haben ihn nicht validiert, sehen nicht mal, dass der Login eigentlich hätte funktionieren müssen, weil wir das sehr eindeutig erkannt haben. Oder Sie haben es bemerkt, aber der Account ist schon und alles, was daran passiert, ist vorgemerkt für. Das geht sowieso nicht manuell durch. Für die ist das eine blöde Sache, weil die befinden sich da in einem Limbo-Zustand. Kommt die Ware an, kommt die nicht an, wird die verschickt, wird die nicht verschickt. Das ist nicht so schön. Bei Kunden sieht das anders aus. Während des Angriffs sind normalerweise Kunden aktiv. Und diese Kunden, dadurch, dass wir halt keine aktiven Maßnahmen schalten, werden beim Konvertieren nicht behindert. Wenn wir keine Hürde haben, haben wir auch keine Änderung am Verhalten, keinen Einbruch und die sind weiterhin glücklich. Die müssen wir auch nicht weiter belasten. Für Sie selbst. Sie erhalten die Hoheit über für Betrug anfällige Transaktionen. Sprich, Sie können halt nachgucken, was ist mit diesem Account passiert, vor allem wenn es im Bereich Versand geht. Da kann man nochmal gucken, dass man das frühzeitig auffällt, dass die Ware nicht rausgeht, um den Betrug drastisch zu reduzieren oder ganz zu verhindern. Das hängt natürlich immer vom Use Case ab. Aber das Allerwichtigste ist halt, wir haben jetzt die Hoheit, wir haben Handlungsoptionen. Und zuletzt haben natürlich noch die betroffenen Kunden vom Angriff selbst beim Account Takeover. Die werden natürlich über ihre unsicheren Zugangsdaten aufgeklärt. Vorbildliche Kunden in einer optimalen Welt würden halt sagen, okay, wenn ich diese Zugangsdaten auch noch auf anderen Plattformen habe, dann ändere ich die gleich noch mit. Damit würden sie sich auch noch gegenseitig schützen. Allerdings kennen wir unsere Kunden, die sind in der Regel mit einem Passwort für alles unterwegs und müssen stark dazu gezwungen werden, Passwörter zu verändern. Aber vielleicht können wir die Welt verändern und die Kunden ein bisschen dazu motivieren, ihre Passwörter häufiger zu rotieren und durch diese Aufklärung das fördern und ein neues Mindset da etablieren. Kommen wir zurück zu dem Spannungsfeld, wo wir uns vorhin bewegt haben. Wir waren bei Convenience unterwegs. Wie ist die User Experience? Wie zahlt ein stiller Alarm darauf ein? Stiller Alarm senkt die Convenience nicht, weil alles passiert im Hintergrund, unsichtbar für den Kunden. Die Sicherheit. Wir informieren Kunden darüber, was passiert. Wir informieren Behörden, was passiert. Also die Kunden selbst, haben halt ein besseres Gefühl, wenn sie wissen, okay, wenn bei mir irgendwelche Anomalien passieren, Fremdzugriffe passieren, dann kümmert sich die Plattform und klärt das auf. Sie schickt die Ware nicht raus, sie bucht mir kein Geld ab. Das ist auf jeden Fall für einen Kunden ein sehr, sehr gutes Gefühl, bei Ihnen unterwegs zu sein. Und zum letzten Compliance, habe ich gerade eben schon kurz angerissen. Gesetzliche Anforderungen sind natürlich auch da und in stillen Alarmen haben Sie natürlich die besten Datenquellen, halt darauf zu arbeiten. Sprich, anstatt in einem Spannungsfeld unterwegs zu sein, zahlt der stille Alarm auf alle Faktoren sehr gut ein und wir können weiterhin an allen Aspekten mit maximaler Performance unterwegs sein. Als Fazit haben wir die maximale Conversion. Also
Ein stiller Alarm lässt Kunden gut konvertieren. Es passiert alles im Hintergrund. Es gibt Reviews dazu, es gibt Freigaben dazu. Also man kann dazu natürlich auch alles, was wir bis jetzt besprochen haben, automatisieren. Ich glaube, je mehr Erfahrung man damit aufbaut, je mehr Vertrauen man damit hat, desto mehr kann man da auch automatisieren. Die meisten fangen halt erstmal mit manuellen Reviews an, bis man halt da wirklich die Muster erkennt und automatisiert das dann nach und nach. Das ist also immer ein guter Anfang, sich erstmal auch die Daten anzugucken und das überhaupt alles kennenzulernen. Und als zweiten Aspekt halt, Angriffe sind Datenquellen. Also wir sollten Angriffe nicht als immer das Böse betrachten. Da hat jemand Geld ausgegeben im Darknet und die stellen uns diese Daten kostenlos zur Verfügung, nutzen wir die. Wir nutzen nämlich auch gegen den Angreifer. Und was wir gegen diesen Angreifer verwenden, was von anderen Angreifern auch verwendet wird, ist natürlich immer von uns vom Vorteil. Zu guter Letzt, wir haben da noch was. Nämlich wir haben dadurch, dass wir im E-Commerce aktiv sind, da auch sehr viel mit zu tun gehabt. Und vor allem seit Corona hat sich mein Alltag sehr stark verändert, weil halt Fraud auf Plattform sehr relevant geworden ist. Und wir haben jetzt hier eine Lösung dafür. Das ist nämlich der Botspotter. Also wir wollen damit Teil der Lösung sein. Und was macht der Botspotter? Im Wesentlichen genau das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Nämlich, er identifiziert Anomalien und extrahiert daraus die Transaktion und stellt sie Ihnen so zur Verfügung, dass Sie eine Handlungsoption haben. Die Handlungsoption, die können Sie natürlich da selbst bestimmen. Da arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um die Lösung zu finden, die zu Ihnen passt. Das heißt, der nistet sich da auch nicht ein und erzwingt irgendwelche Sachen. Bevor ich jetzt hier den Botspotter komplett aufblase, wollen wir den einmal nur kurz auf die Features reduzieren, die er zur Verfügung stellt, wo er sich eventuell von anderen Systemen abgrenzt. Und was halt natürlich wichtig ist, da grenzt er sich nicht ab. Er kann mit jedem Shop-System arbeiten. Das war uns besonders wichtig, weil wir sind E-Commerce-Anbieter. Und was uns auch wichtig war, ist halt, es gibt sehr viele bestehende Lösungen, es gibt sehr viele Anbieter dafür, die sind meistens Standalones und wir haben ihn so gebaut, dass er halt mit anderen Betrugspräventionslösungen harmoniert, weil er Datenquellen in beliebigen Formen anbinden kann und diese berücksichtigen kann. Sprich, anstatt dass er ein Standalone ist, wir haben vorhin von vielen Datenquellen gesprochen, der Botspotter kann viele Datenquellen annehmen, er kann beliebige Datenquellen annehmen, das ist uns wichtig. Er ist Datenschutzgrundverordnung konform. Das ist natürlich jetzt ein Muss, da muss man, glaube ich, nicht drüber reden, aber nochmal eventuell erwähnenswert. Er scoret die Sessions mit nachvollziehbaren Gründen. Das heißt, eine Person, die im Review ist, sieht da nicht einfach 80% Wahrscheinlichkeit, Angriff 20%, sondern da stehen halt die Gründe dran, was erkannt wurde und die sind so aufbereitet, dass die Menschen, die damit arbeiten, relativ schnell nachvollziehen, was ist denn da passiert. Um die Arbeit noch ein bisschen einfacher zu machen, stuft er vorab ein von normal, auffällig, verdächtig bis Angriff. Hier ist natürlich die Erwartung, dass der Löwenanteil im normalen auffällig landet. Auffällig ein bisschen, was wird immer, hier werden manche Kunden immer erzeugen. Aber was halt vor allem wichtig ist, verdächtig und Angriff, dass sie da halt nochmal explizit einstufen können, wie wollen wir worauf reagieren, dass man halt nochmal eine Vorabeinstufung hat. Wir haben vorhin ganz viel von Use Cases gesprochen, die bereitet der Botspotter natürlich auch auf. Das heißt, die Use Cases werden im Dashboard angezeigt, wie ist die Aktivität da dran, steht da eventuell gerade unter Angriff und wenn unter Angriff steht, dann werden die ganzen Transaktionen und Transaktionen für ein Review und eine Aktion daran im Backoffice aufbereitet und das ist auch ganz wichtig, Sie entscheiden selbst, wie damit umgegangen wird. Und da wird halt nicht irgendwas enforced, dass Sie halt wirklich die Hoheit haben und sich da nichts reinholen, was eventuell entgegen Ihrer Prozesse läuft. Allerdings haben wir jetzt hier auch noch einen anderen Faktor, den wir schon vorhin erwähnt haben. Wir haben einen sehr großen Handlungsspielraum jetzt mit diesen stillen Alarmen auf diesen Plattformen halt aufgebaut. Und dieser Handlungsspielraum ist natürlich nicht ohne Konsequenzen für Sie. Und welche Konsequenzen daraus entstehen, das erzählt uns jetzt Jörg. Genau, gehen wir nochmal zu den Takeaways. Joscha hat ja ziemlich tief erklärt, wie das Prinzip funktioniert, ist auf einige Empfehlungen eingegangen. Ihre Kunden sind divers. Das heißt, Sie haben wir drin gehabt, ganz viel unterschiedliche Kundengruppen. Sie haben andere Warengruppen, die bewegen sich unterschiedlich. Die bewegen sich in der Saison unterschiedlich. Das heißt, es gibt halt aus Sicht der Daten ganz viel Wellenbewegung, so wie wir das vorhin kurz gesehen haben. Und aber das sind Daten, Bewegungsdaten, die Ihnen gehören. Die sind auf Ihrer Plattform. Ne? Genauso wie der Botspotter komplett bei Ihnen im System läuft, halt eben sind auch Ihre Daten dort. Das heißt also für DSGVO, wir schicken nichts raus. Also und Sie müssen auch nichts zum Analysieren weggeben. Wenn Sie die Plattform nicht woanders in der Cloud laufen lassen möchten, können Sie das halt
in ihrer Infrastruktur laufen lassen. So, und das heißt, sie haben da viele Unterschiede da drin und viele von diesen Paaren werden Sie kennen, jung und alt, mobil, Desktop. Das heißt, die Zahlungsmöglichkeiten, daran unterscheiden die sich, aber die bewegen sich auch über die Conversion, wenn die sich anmelden, wenn sie im Bereich suchen, also in den verschiedenen Situationen im Shop werden sich all diese Gruppen unterschiedlich bewegen. Das ist das für uns ja immer am besten, wenn Sie an den Mathematikunterricht denken, dann war das immer noch ganz gut greifbar, wenn wir im Zweidimensionalen bleiben und wenn wir das machen und legen die jetzt alle auf eine Landkarte, dann bilden sich da so Inseln und das macht halt ein Machine Learning Algorithmus, der halt solche Cluster bildet, nur der würde das halt eben auch anhand von N-Dimensionen machen können, das macht dem halt nichts aus, weil es eine Maschine ist und weil es eine große Datenmenge ist. Ja, wir hatten auch drin, wir können viel mit denen, mit diesen Kriterien machen, die hart reinkommen über das normierte Protokoll. Aber an diesen Kriterien wird natürlich auch intensiv gearbeitet, weil damit auch viel Schindluder getrieben worden ist. Das heißt, wir wurden ausspioniert. Die großen Plattformen wie Apple schreiben das jetzt zurück. Es wird mehr Wert auf Privacy gelegt. Europa treibt das gewaltig. Das heißt, an diesen Dingen etwas zu erkennen über die Geräte und darüber, das wird in Zukunft schwieriger. Deswegen glauben wir, es wird sehr viel mehr Wert darin liegen, in den Bewegungsdaten, die dort sind und die einfach das Verhalten ihrer Nutzer halt darstellen. Und das ist auch das, was Joscha erwähnt hat, das kann nicht gelernt werden, weil das passiert bei Ihnen in der Plattform. Dazu müsste ein Angreifer viele beobachten, wie die sich dort bewegen. Das heißt, das ist ein ganz starker Punkt, den wir da haben, wenn wir darüber gehen, der eben auch zukunftssicher ist. Wenn man jetzt sagt, das finde ich total interessant und das mit dem stillen Alarm habe ich verstanden, ich lasse den ruhig rein, ich setze dem diese rote Mütze auf und danach beobachte ich den und ich lasse den auch noch vollständig konvertieren. Ich weiß aber dann, wenn er die Kreditkartentransaktion gemacht hat, das werde ich nie einziehen. Ich weiß, wenn er auch noch ausgewählt hat und die Adresse geändert hat, wohin er das verschicken lassen müsste, das werde ich auch nie rausschicken. Das heißt, ich habe halt dadurch dann keinen Schaden. Ich habe keine reduzierte Conversion, weil wir nirgends eine Hürde drin hatten, es sei denn, sie ist sinnvoll, weil wir einen anderen Angriffstypen haben, aber die haben wir heute nicht so tief behandelt. Und ich habe aber trotzdem Kosten, weil wenn ich das habe, dann muss ich an meiner Serviceabteilung diese ganzen gestapelten Bestellungen halt rausnehmen. Ich muss unter Umständen Nutzerkonteninhaber informieren, dass dort etwas Negatives passiert ist. Das ist ein Aufwand. Das kann man sagen, das mache ich im Dienst meines Kunden. Das hatten wir heute auch schon gesagt. Das ist eine gute Idee, das zu tun, weil dann fühlt er sich besser aufgehoben. Ich hatte ja eingangs mal gesagt, zurzeit ist es so, dass viele der Kunden dann, wenn sie so etwas hatten, dann gehe ich lieber zu diesem großen Anbieter halt, auch wenn das ein amerikanischer ist, aber da, die sind da ganz gut und die sind auch kulant oder so. Das heißt also, so kann man halt dann auch agieren und dem Kunden zeigen, kümmern sich um mich, okay, das ist ja funktioniert ganz, ganz ordentlich, was diese Plattform mir bietet. Und auch Informieren von Behörden. Wenn ich einfach nur blocke, dann kommt der nie rein, dann sehe ich auch nicht, was da passiert, hatte Joscha auch erwähnt. Dann den nächsten sehe ich nicht, also weil ich kann halt davon ausgehen, dass es ganz unterschiedliche Skill-Level gibt halt bei den Angreifern. Es gibt welche, die können sich deutlich besser tarnen, die geben sich mehr Mühe. Es gibt aber die sich weniger Mühe geben und die auf den gleichen Plattformen einkaufen und die invalidieren diese Daten, die können wir erkennen. Je besser wir das erkennen können, desto mehr können wir zumachen. Das heißt, das sind schon mal die wichtigen Dinge. Und wenn ich dieses Handwerkszeug habe, dann habe ich halt eben, kann ich sehen, wie viel passiert da auf meiner Plattform. Ich kann gucken, wenn was passiert, kann ich in diese einzelnen Transaktionen hineingehen halt eben. Und ich kann dann überlegen, mache ich es tatsächlich irgendwann automatisiert oder gucke ich mir das erstmal an, was das System aufzeigt. Genau, das ist so erstmal, wie ich es für Sie zusammenfassen möchte. Da würde ich jetzt stoppen an der Stelle. Das war eine ganze Menge Stoff, den wir heute durchgebracht haben. Ich hoffe, das ist für Sie sehr interessant. Wir sind sehr gern bereit, halt eben zum einen nochmal für Sie in die Tiefe zu gehen und zu gucken, wie ist es eigentlich für meine Plattform. Dazu bieten wir gerne einen kostenfreien Workshop an, um mal so ein Potenzial auszuloten, wie das halt für Sie sich darstellen kann. Sie können uns direkt kontaktieren, hier sind unsere Kontaktdaten drauf. Wir verteilen die Slides im Nachgang. Ich glaube, Malte, sind da noch Fragen eingegangen eben? Ich glaube, bis jetzt nicht. Vielleicht kann gleich Martin noch ein paar rauskitzeln. Das ist ja immer ganz schwierig, wer diese erste Frage stellen mag. Ansonsten würden wir an dieser Stelle halt, glaube ich, erstmal innehalten. Und Martin, dann würde ich jetzt... Ja, gerne.
Vielen Dank. Also ich fand das völlig spannend, was das war. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so spannend wird. Diese Thematik mit den Anomalien erkennen, und da kam, glaube ich, bei Joscha im Vortrag auch dieses Thema, einmal der Begriff ML, Machine Learning. Genau. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, gibt es da denn schon generell solche quasi auf von Plattformen zur Verfügung gestellten KIs, die dann auch man auch einsetzen kann, um die ja ständig sich neu lernen, maschinell lernen, diese verschiedenen Fraud-Konstellationen lernen, weil im Moment ist es so klar, es gibt den Botspot, das habe ich jetzt verstanden, aber wenn ich jetzt als kleiner, mittlerer Händler sage, ich habe ja auch damit ein Thema, vielleicht weil ich eher ein prädestiniertes Ziel bin, weil die Leute sagen, okay, die großen Plattformen sind eh gut abgesichert, dann ist ja für mich die Frage, ob ich mal irgendwo mich mit einer Software einfach erhärte an der Stelle oder das mache jetzt. Wie gibt es, also ist man da unterwegs oder ist das auch dieses Rattenrennen dann irgendwo, dass man nicht weiß, wer lernt schneller, die ML-Angriffe aus dem Darknet oder die ML-Abwehr aus dem Whitenet? Also, tatsächlich, das hatte ich vorhin versucht, dann war ich da noch nicht so erfolgreich, das darzustellen. Also das hatte ich versucht darzustellen, dass man sagt, man geht auf die Use Cases und die muss ich ja bauen. Das heißt, also ich habe jetzt nicht irgendwie den Shop-TM, ne, der halt einfach ein Raster ist und dann weiß ich bin genau da. Ich muss halt diese einzelnen Sachen einmal anbinden und dann kann ich da reingehen. Das heißt, ich muss wirklich noch einen Abstraktionsschritt vorher machen. Das ist ja dann okay. Dann habe ich die Use Cases, okay. Genau. Dann als nächstes cluster ich noch meine Benutzergruppen und gucke dann, wie die sich in diesen Use Cases verhalten. Und danach ist es eigentlich schon mit Machine Learning getan, weil dann kann ich eine Cluster-Analyse machen. Entweder bilden die sich aus, ne, bei mir, und das ist dann aber tatsächlich für meine Benutzergruppen und für meine Use Cases dann spezifisch. Und du fragst jetzt, ist das schon sozusagen in die erste Ableitung gegangen? Hat das schon jemand industrialisiert? Da würde ich jetzt mal an Joscha übergeben. Also industrialisiert, die meisten Anbieter, die sich darunter bewegen, die arbeiten halt auf diesen Daten, die haben verschiedene Vorgehensweisen und da ist halt natürlich die Sache, man selbst geht halt an normierte Protokolle daran und wenn man selbst daran geht, dann hat man zuallererst das Problem, dass man natürlich, wenn man diesen Traffic analysiert, wissen, welcher ist gut und bösartig. Das macht man am besten, indem man dort erstmal selbst nach Anomalien sucht und damit das Machine Learning trainiert. Okay. Im Darknet ist natürlich auch dann halt, gibt es Anleitungen, wie kann man sich auf dieser Plattform unauffällig bewegen, wie greift man da am besten an, gibt es ja auch schon vorgebaute Tools. Und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall die richtige Variante, weil wenn man die Tools versteht, versteht man auch, was den Traffic hinterlassen. Andererseits gibt es auch Angriffe, wo halt diese Plattformen wirklich aufgewärmt werden, wo die trainiert werden. Allerdings ist das natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil wenn ich eine Plattform aufwärme und man das schon frühzeitig als Angriff erkennt, dann kann man seine Machine Learning genau auf diesen Angriff, der gerade vorbereitet wird, trainieren. Und diese Anomalie, die man dann erkannt hat, halt auch wieder extra hin. Sprich, die Antwort ist im Großen und Ganzen halt, man wird selbst erstmal damit anfangen, Gut und Böse zu sortieren. Und da empfehle ich auf jeden Fall nach Anomalien zu suchen. Also nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern da, wo halt wirklich Massen sind, die halt weit von jeder Norm sind. Wenn man halt, wie wir vorhin im Monitoring gesehen haben, Peaks. Wie sieht der Verkehr während dieses Peaks aus? Wie sieht der Verkehr normalerweise aus? Und dann mit Machine Learning halt da die Differenzen daraus bilde. Okay. Ja, genau, ich würde sagen, die kurze Antwort ist, das gibt es noch nicht. Also, soweit sind wir halt noch nicht. Also auch wenn wir noch nicht in der Weihnachtszeit sind, aber die Ausstandsform dafür für den Keks, den haben wir noch nicht. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass es sich in die Richtung entwickeln kann. Ne? Okay, ich hätte noch eine Anschlussfrage und zwar eine Sache, die mir begegnet ist in Gesprächen im Bundeswirtschaftsministerium an anderer Stelle, die eher verzweifelt nach Anwendungsszenarien für ihren elektronischen Personalausweis nachdenken. Wäre eine EID, die Nutzung der EID, die ja jetzt in Samsungs Handys kommt und irgendwann noch in Apple Geräten kommen wird, wäre das sozusagen eine Variante, weil wir wissen ja immer mehr Mobile Traffic, dass man den künftig im Shop als Login oder als Validierung dann einbinden könnte. Ich sehe es im Moment, sage ich ganz offen, sehr kritisch jetzt von Verbandseite, weil ich glaube, dass ein Irre noch schlimmer ist als ein Capture, wenn man sowas hätte. Man kann es vielleicht optional anbieten, aber aus Litauen und anderen und den baltischen Staaten weiß ich, dass das ganz normal ist, dort sich so zu validieren. Und das natürlich könnte ja auch eine
Härtung sein? Wie schätzt ihr das an? Also ich bin ein großer Fan von den Dingen, aber die Usability ist tatsächlich gerade, Martin, wie du sagst, ziemlich grausam zurzeit. Also damit wird man eher Leute verschrecken. Auch die Multifaktor-Authentifikation, gibt es auch bestimmte Affinitäten, dass es eher junge Leute aktivieren und dann auch den Vorteil da drin halt eben dann sehen und erkennen. Und am Tagesende, es ist auch zweischneidig. Also an der Stelle, wo mir das geklaut wird, dann habe ich halt ein Riesenloch. Das hatte in den Slides bei Malte war das zu sehen. Der hatte das Beispiel mit dem LinkedIn-Logout. Und ich glaube, viele Leute haben vielleicht gelesen, was mit den Leuten passiert ist, die ihren Google-Account verloren haben. Also wo man denkt, naja, aber dann ist das Handy unbrauchbar. Und ich komme nicht mehr an meinen Passwort-Safe. Also ich habe, wenn ich das so zentral nutze, das Zweischneidige. Trotzdem kann man natürlich versuchen, es möglichst hochgradig sicher zu machen. Es muss aber auch natürlich sehr convenient sein. Ansonsten werden wir das hier für die Plattformkunden auf Shopping-Plattformen wahrscheinlich nicht so zum Fliegen bringen. Und letzter Punkt, bevor ich Joscha das Wort gebe, ist halt, wir haben natürlich auch nur die Authentifikation dann bis jetzt halt eben. Aber der erste, die ist natürlich beim Account-Takeover auch wichtig. Und jetzt, bitteschön. Jetzt ich. Okay, der nächste Aspekt dabei ist halt, wenn ich halt mit solchen Attacken halt zu tun habe, in der Regel sind die Plattformen etwas älter und es ist nicht selten, dass da halt 80% der Kunden, die davon getroffen wurden, seit 3, 4 und 5 Jahren nicht aktiv gewesen sind. Und wenn wir halt von solchen elektronischen Personalausweisen oder irgendwelchen Geräten, Multifaktor oder andere sprechen, dann haben wir immer eine Problemstellung, nämlich die gesamten inaktiven Kunden, die kriegen wir nicht abgesichert. Und die machen bei solchen Angriffen in der Regel aber den absoluten Großteil aus. Sprich, für 80% der Kunden wäre das gar keine Option, überhaupt da mit irgendwelchen zweiten Faktoren reinzugehen. Für die aktiven Kunden, da ist es natürlich möglich, aber da ist natürlich auch die Akzeptanz halt unterschiedlich, je nachdem, wo man sich demografisch bewegt, je nachdem, wie man das integriert hat. Aber als Option halt zu sagen, es gibt diesen elektronischen Ausweis und damit kriegen wir Fraud in den nächsten 2, 3 Jahren dann in den Griff, wenn alle das erzwingen. Da muss ich sagen, das ist leider abseits von jeder Realität, weil die inaktiven Kunden, entweder entfernt man sie oder andere Sachen, aber die mit diesen elektronischen Ausweisen zu verknüpfen, das ist, wenn sie nicht aktiv sind, unmöglich. Ich habe das befürchtet, sondern hat im Chat auch beschrieben, dass auch in Schweden eigentlich alles über die EID läuft. Ja. Also da sieht man einfach, dass wir mit unserer overengineerten Lösung bei dem elektronischen Personalausweis momentan noch den Use Case suchen, warum die Leute überhaupt was einsetzen. Das ist so. Und man sieht auch wieder wunderbar, dass es einfach Joscha als Praktiker sofort immer die Sichtweise wendet und er sagt, ja, interessiert mich gar nicht, wenn das 20% der Leute machen. Ich gehe einfach als Angreifer auf die inaktiven Accounts. Und ja, keiner von den Plattformbetreibenden wird seine inaktiven Accounts, das sind validierte Kunden, auch wenn die 5 Jahre nicht da sind. Vielleicht kommen die ja wieder und dann den lösche ich halt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit bei der Menge der Leaks steigt natürlich, dass genau das ein Vektor ist. Und das ist ein zentraler Vektor. Und ich glaube, kein Plattformbetreiber möchte trotzdem einen inaktiven Account rausnehmen. Stört einen selber ja auch, wenn man irgendwie, gerade wenn dann aber das was kostet, gibt es das ja manchmal, dass dann Leute sagen, okay, den deaktivieren wir jetzt, du warst ein Jahr nicht mehr da, nehmen wir eine SIM-Karte zum Beispiel, die wird deaktiviert. Im Shop kostet uns das nicht so viel, also lassen wir die auf. Und das ist halt definitiv ein Problem, weil die Angreifer genau immer auf das schwächste Glied gehen und da haben wir es. Ne? Und so. Die sind in Leaks überrepräsentiert und da haben wir den Vektor. Genau. Ja. Joscha hat ja gesagt, seit Corona hat er einfach richtig viel zu tun. Ja. Dann herzlich. Und er hat noch ein toughes Thema. Ich würde mich freuen, wenn das Thema gerade auch mit dem Botspotter eine Sache ist, die in der Branche vielleicht zum Einsatz kommt, ist es für uns auch eine schöne Sache, dass wir sagen können, es gibt Tools, die es zusätzlich mal erhärten, gerade wenn dann Vorschläge aus der Politik kommen, dass man irgendwelche Zwei-Faktor-Lösungen bei jeder Bestellung oder sowas dann zur Pflicht machen wollte, mit der Begründung, dass es so viel Fraud gäbe. Dann kann man sagen, wir sagen jetzt immer, die Branche handelt gut, die Branche schafft Lösungen und das ist eben auch eine technische Lösung. Freut mich, dass ihr da ja auf dem Weg vorangegangen seid. Dann ein dreifacher Dank an Jörg, an Malte und an Joscha für die spannende Darstellung. Vielen Dank für die Katze zum Erheiterung des Vormittags, wirklich zu süß. Und ich wünsche allen jetzt noch einen hoffentlich sicheren Rest des Tages und Rest der Woche. Und wenn weitere Fragen noch zu dem Thema sind, gerne direkt an die Kollegen von Neuland stellen oder auch an uns im BVA. Wir leiten es dann gerne weiter und können es dann auch in unseren Arbeitskreisen, zum Beispiel Shop-Management, den wir haben, also E-Commerce-Shop-Management,
gerne auch weiter diskutieren, weil es ja ein wesentliches Thema ist. Ja, kommen wir auch gerne vorbei. Und ganz herzlichen Dank für die Chance, das Thema darzustellen. Und hat uns sehr viel Freude gemacht. Wunderbar. Dann bedanke ich mich. Ciao. Ade.